Guten Morgen, liebe Sorgen. Nein, Scherz. Guten Morgen, meine Lieben. Schön, dass ihr heute Morgen auch so früh dabei seid. Und wir schauen rein, wie sieht es in uns aus und was kommt jetzt an Energie auf uns zu. Ja, wir fangen an mit dem Sakralchakra. Und das Sakralchakra ist einfach ganz wichtig. Das wird auch im Portal Korridor im Dezember ein sehr wichtiges Chakra sein, an dem ich arbeiten werde. Und da geht es wirklich um die Anziehungskraft. Wie sieht die aus? Wo geht es dahin? Und wie ist es aktuell bei dir? Hopsala. Na, wir ziehen jetzt einfach eine raus. Du traust dem Frieden nicht, du überspielst es gerade. Das heißt, du möchtest gar nicht in deine Sexualität, in deine Grundenergie erstmal so hineinfinden. Wie sieht es mit deiner Selbstliebe aus? Ja, da bist du dir im Klaren darüber, dass du sie finden kannst und dass es auch stärker wird. Das ist ein schöner Aspekt hier. Deinem inneren Kind, wie geht's dem denn? Das braucht im Moment auch viel familiären Rückhalt, viel Aufmerksamkeit und Schutz natürlich. Deine Ängste, deine Unsicherheiten begründen sich worauf? Auf dein Gedankenkarussell, auf deine Sorgen. Daher rühren im Moment Ängste und Unsicherheiten. So, dein drittes Auge und der geistige Aufstieg, das ultimative Bewusstsein, ja, stagniert aufgrund deines Gedankenkarussells gerade. Ganz wichtig, schaut euch das Video von gestern Abend an. Was soll man verzeihen? Ach, wir nehmen die erste, komm. Du musst einsehen, dass du ganz oft nicht an dein persönliches Glück glaubst und den anderen das Glück gönnen. Dein Bewusstsein, dein ultimatives Bewusstsein, ja. Es kommt jetzt ein Zeitsprung, es kommt ein Sprung, ein Quantensprung, wo du genau dahin findest, in deinen Raum der Selbstverwirklichung. Im Vorleben. Da bist du geschützt und du bist dir bewusst, dass auch die Karma-Linie und das, was du mitgebracht hast, dass du es reinigen kannst, dass du dich auch da befreien kannst. Die Harmonie allgemein. Sonne, Mond und Sterne dazu. Du kannst, wenn du bei dir bist, bei deinen Zellen, bei deinem Körper, bei deinen Gedanken jetzt wunderbar alles herum harmonisieren. Auch die Partnerschaft. Das Halschakra, also all die ganze Kommunikation, ja. Pass auf, da sind auch Neider drumherum. Sprich nicht mit den falschen Leuten, sortiere sie aus. Du wirst sie fühlen und du wirst sie sehen. Santa Lucia, 13.12., St. Lucy, ist die Zeremonie, wo der Blinde wieder sehen wird. Und da wirst du deine Feinde erkennen. Ganz wichtige Zeremonie, die ich da mache. Aufstieg der Emotionen, die Liebe dazu, die Dualseele. So, da haben wir jetzt wirklich das Dual dabei. Also hier geht der Prozess in die Emotionalität, in das Glück und in den Erfolg hinein. In deiner Familie endet hier ein Zyklus. Das ist ganz normal, wenn du im Aufstieg bist, dass sich Zyklen auch abschließen und verändern werden. In der Liebe, das Herzchakra, ja, sei wirklich offen, dankbar, gebend und freundschaftlich. Du selbst. Arbeite und entwickle dich. Gehe den nächsten Entwicklungsschritt in deinem Potenzial, in deiner Selbstverwirklichung oder deiner Selbstständigkeit. Und last but not least, was sollen wir loslassen? Ja, wir sollen überhaupt loslassen, überhaupt mal lernen loszulassen, ohne Druck zu agieren. Und dann wird's wunderbar. Einen schönen Donnerstagmorgen.